Eins. Hallo, für alle, die mich nicht kennen, ich bin Uli. Ich wollte heute mal ein bisschen was für Arthrose machen oder gegen. Und bei Arthrose hilft wirklich ganz viel Bewegung und Dehnung. Wir starten mit den Füßen, wir arbeiten uns von unten nach oben hoch. Wir starten mit den Füßen. Und ihr fangt einfach mal an und knautscht den Fuß. Knautscht ihn. Ohne Schuhe natürlich. Versucht mal eure Zehen auch so ein bisschen auseinander zu schieben. Lasst dem Fuß ein bisschen Platz, dass er richtig schön durchgeknautscht wird. Okay, die andere Seite. Ihr macht das immer so, jede Bewegung so 20 Mal. Ich mache sie jetzt kürzer. Sonst wird es ja auch langweilig. Okay. Dann nehmt ihr wieder den anderen Fuß, den ersten Fuß, und gebt mal auf die Außenkante, auf die Fußaußenkante. Außenkante, Außenkante. Und dann geht ihr auf die andere Seite, auch da die Außenkante. Okay, ihr braucht da auch ganz viel das Sprunggelenk. Ihr bewegt ganz viel das Sprunggelenk. Okay, nächste Übung. Und zwar haben wir jetzt eine Dehnung. Ihr knickt mal die Fußspitzen ab und schiebt die Ferse nach vorne. Richtet euch auf, schiebt die Ferse nach vorne, sodass ihr hier vorne die Dehnung spürt. Das haltet ihr immer 20 Sekunden, mindestens. Dann geht ihr mit der Ferse nach außen. Alle, die bei mir regelmäßig Arthrose machen, kennen diese Übungen. Es sind alles nur ganz einfache Übungen, nichts Neues, nichts Schwieriges. Und auch für jeden, sowas noch nie gemacht hat, auch für den ist es nicht schwierig. Und geht nach innen. Versucht mal nach innen. Okay, wechselt die Seite. Auch hier wieder die Zehen abknicken, Fuß, das Knie, wenn ihr jetzt das Gefühl habt, das geht schon relativ gut, dann schiebt ihr das Knie noch mal ein bisschen weiter nach vorne, dann habt ihr noch mehr Dehnung. Und auch wieder nach außen. Und nach innen. Wir starten mit der Hüfte. Hüfte, Knie. Knie sind so ein bisschen mit drin. Wir starten jetzt mit der Hüfte. Und zwar fasst ihr hier mal den Daumen auf den Beckenkamm und den Finger nach hinten. Und jetzt schiebt ihr mal euer Becken vor und zurück. Ihr müsstet die Bewegung spüren. Eure Beine sind ganz leicht gebeugt, sonst ist das schwierig mit der Bewegung. Macht das auch wieder 20 Mal. Dann geht ihr mit dem Becken zur Seite. Und schiebt mal ruhig ein bisschen mit den Händen nach. So dass ihr nicht nur die Hände da locker haltet, sondern wirklich mal so ein bisschen nachschiebt, damit die Bewegung größer wird. Okay. Auch das 20 Mal jede Seite. Und dann nehmt ihr euch ein Kissen. Und kniet euch auf das Kissen. Ihr richtet das Becken auf, so wie wir das eben geübt haben. Spannt den Po mit an. Richtet euch auf, zieht die Schulterblätter tief. Und jetzt schiebt ihr das vordere Knie nach vorne mit angespanntem Po. So dass ihr hier im Hüftbeuger eine Dehnung merkt. Ich mache das nochmal von der Seite. Von der Seite. Auf der anderen Seite, ihr wechselt das Bein, ich mache das jetzt mal seitlich. Ihr richtet euch auf, spannt den Po an und dann schiebt die Schulterblätter tief und schiebt hier das Knie nach vorn. Ihr müsst, wie gesagt, ihr müsst hier im Hüftbeuger dann die Dehnung merken, eventuell noch so ein bisschen im Oberschenkel. Okay, dann kommt ihr nach oben. Wir gehen zur Wirbelsäule. Wirbelsäule,
Die obere Wirbelsäule, also die Brustwirbelsäule, ist die Wirbelsäule, die eben, oder der Teil der Wirbelsäule, der wenig Rotation hat normalerweise, also wenig Beweglichkeit. Und die meiste Beweglichkeit kommt hier unten aus der Lendenwirbelsäule. Wir brauchen aber die Beweglichkeit in der Brustwirbelsäule. Deswegen bitte ich euch mal, ihr macht folgende Übung. Ihr geht tief zum Fuß, wenn es geht, und dreht euch und lasst das Becken vorne. Tief, hoch, lasst das Becken gerade und dreht nur den Oberkörper und schaut hinterher. Macht diese Bewegung auch 20 Mal. Dann wechselt ihr die Seite, geht tief, hoch, Becken gerade halten, zur Seite drehen. Schaut immer hinterher, noch einmal, tief, ihr geht immer, wenn ihr tief geht, in die Knie, hoch und schaut der Hand hinterher. Noch ein letztes Mal, hoch und dreht. Dann nehmt ihr die Hände auf die Oberschenkel. Und jetzt macht ihr den Rücken rund, schaut in euren Bauchnabel, macht ihn gerade, schaut nach vorne. Das nochmal seitlich. Macht ihn rund, schaut in euren Bauchnabel, macht ihn gerade, schaut nach vorne. Auch diese Bewegung macht ihr 20 Mal. Genau. Und dann kommt ihr nach oben. Die Schultern. Kreist die Schultern. Genau, erstmal einfach einmal alles durchlockern, ein bisschen mischen, lockern, lockern, so. Jetzt nehmt ihr die Arme nach oben und dreht die Arme. Ihr dreht, ihr fangt an mit den Daumen, ihr dreht die Daumen nach unten, soweit ihr könnt, und ihr dreht die Daumen nach oben, soweit ihr könnt. Ich mache diese Übung jetzt im Stehen. Ihr könnt diese Übung wunderbar im Liegen machen, dann ist sie nicht so anstrengend. Okay, 20 Mal und dann macht ihr das Gegengleich. Das heißt, eine Hand geht nach unten, die andere nach hinten. Also, nochmal, ihr schiebt die rechte Hand, die schiebt ihr nach hinten, der Daumen geht nach hinten, die linke Hand, der Daumen geht nach unten. Und ihr wechselt, 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 wechselt. Und dann schaut ihr immer zu der Hand, die gerade, wo die Handfläche gerade nach oben zeigt. So, im Liegen ist das bei weitem nicht so anstrengend. Da kann man das auch wirklich eine Weile machen. Und es ist eine sehr schöne Beweglichkeit für die Schultern. Weil die Schultern werden in jede Richtung bewegt. Okay. Einmal wieder mischen. Jetzt nehmt ihr die Hände, ich zeige euch das von hinten, die Hände hier zusammen. Das heißt, ihr verschränkt die Hände und nehmt die Handballen zusammen. Jetzt nehmt ihr die Schulterblätter mal so nach vorne, also ganz locker. Jetzt zieht ihr die Schulterblätter nach hinten unten, spannt den Bauch an, den Po an und hebt die Hände. So, die Schulterblätter sind hinten fest zusammengetackert. Haltet das 20 Sekunden. Okay. Ne, versucht nochmal immer, je öfter ihr das macht, umso leichter wird es. Und locker lassen. Jetzt geht natürlich keine Arthrosestunde ohne Hände. Ihr kennt das, also die bei mir regelmäßig sind, kennen das. Meine Hände, ihr nehmt mal Daumen und Zeigefinger zusammen. Jetzt nehmt ihr Daumen und Mittelfinger zusammen. Daumenringfinger, Daumenkleiner Finger. Und wieder zurück. Daumenringfinger, Mittelfinger, Zeigefinger. Das ist alles noch ganz einfach. Macht das nochmal. Das ist ganz einfach. Das klappt meistens. So, jetzt habt ihr Daumen und Zeigefinger auf der linken Hand und auf der rechten Hand habt ihr Daumen und kleiner Finger zusammen. Jetzt geht ihr weiter. Die rechte Hand, Daumen, Mittelfinger. Die linke Hand, Daumen, Zeigefinger. Ringfinger, Entschuldigung. Die rechte Hand, Daumen, Ringfinger. Die linke Hand, Daumen, Mittelfinger. Die rechte Hand, Daumen, kleiner Finger. Die linke Hand, Daumen,
was ist das? Zeigefinger. Okay, und jetzt könnt ihr da so hin und her spazieren. Und wenn das gut geht, macht ihr mal die Augen zu. Alle, die das regelmäßig machen, können es vielleicht schon. Alle anderen können es immer mal auf dem Sofa üben. So, Schultern kreisen. Kreist mal eure Schultern. Einmal tief Luft holen. Auch das müssen wir zum Schluss mal machen. Luft holen, nach vorne ausatmen. Noch einmal tief Luft holen zur Seite. Und ein letztes Mal tief Luft holen und Hände ausschütteln. Und ich wünsche euch alles Gute und bleibt gesund und hoffentlich sehen wir uns bald wieder.